Willkommen, Freunde, hier zurück zu Farmers Life im Hof Bergmann. Das Heu ist inzwischen trocken. Ich habe ja schon mal einen Bandschwader angehangen. Zum allerersten Mal, dass ich mit dem jetzt hier wirklich am Arbeiten bin. Ich bin sehr gespannt, weil ich bin mit Kreiselschwader aufgewachsen und habe bisher auch nur mit Kreiselschwader gearbeitet. Von dem her, Premiere für mich. Ich bin sehr auf die Technik hier gespannt. Sieht für mich aus wie so normale Pickup, was es dann quasi auf dem Band macht und dann in die Mitte transportiert. Ah ne, nicht mal in die Mitte, sondern auf eine Seite macht er das. Okay, dann würde ich sagen, fahre ich mit dem einmal hier außen lang. Also meine Meinung dazu, wenn ich mir die Technik so anschaue, grundsätzlich sage ich mal, ist eine coole Idee. Aber ich denke doch, dass da tatsächlich zu viele mechanische bewegende Bauteile dran sind, die sich höchstwahrscheinlich sehr, sehr schwer nur reparieren lassen. Wodurch halt die Unterhaltskosten von einem Bandschwader schon mal deutlich höher sind wie von einem Kreiselschwader. Aber das ist nur so die erste Einschätzung von mir, wenn ich mir dann so anschaue, wie der funktioniert. Und ich halt weiß, okay, so eine Pickup vom Ladewagen, die macht hin und da schon wieder Probleme, muss öfters mal repariert werden. Vor allem, wenn die Zinken dann irgendwann stumpf sind, da ist bei einem Kreiselschwader schon einfacher, die Zinken zu tauschen, wie die kleinen Dinger, vor allem die vielen kleinen Dinger, die hier dran sind. Würde mich sehr, sehr interessieren, vielleicht hat einer von euch einen Bandschwader, dann schreibt es mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Jackpot wäre natürlich sogar, wenn einer Bandschwader und Kreiselschwader hat und einen direkten Vergleich hat. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Lasst mich einfach in den Kommentaren wissen. So. Wird zuerst mit einer Walze auf den Boden gedrückt. Und dann kommen die Pickup, die wir von jedem Ladewagen kennen. Ja, und das Band muss sicherlich hin und wieder auch ausgetauscht werden, weil es ausleiert, reißt oder sonst irgendwie kaputt geht. Das einzige Ding, was man mit dem wohl nicht hat, Kreiselschwader, der macht ja gerne mal so Dinge, dass er mit Schwung das Heu oder Gras über den, ja, ich weiß gar nicht, wie es offiziell heißt, Schwartschirm, das weiße Tuch da an der Seite, Schwarttuch, keine Ahnung, drüber rauswirft, vor allem hinten rum. Das kann dir bei dem hier halt nicht passieren. Das ist ein Vorteil von dem hier. So, jetzt sind wir einmal außen rum. Uiuiui. Machen wir direkt hier einmal den Gegenpart dazu, dass wir den Schwart hier fertig machen. Schon fetter Schwad jetzt hier. Das finde ich halt, ja, ist eigentlich ganz cool an den Missionen, dass man sich da dann auch mal die Geräte ausleihen kann und dann quasi so ein bisschen testen. Schon fast so wie eine Art Feldvorführung. Ja, du darfst jetzt da arbeiten. Wir zeigen dir unsere neuesten Errungenschaften.
Aber ansonsten, ja. Weiß ich nicht, Vorteile. Vorteile sehe ich von dem hier jetzt eigentlich so gar nicht im Vergleich zum Kreisenschwader. Vorteil könnte vielleicht sein, dass er über die Breite das Ganze besser aufnehmen kann. Skalierbar auf mehr Arbeitsbreite ist es wahrscheinlich mit dem hier einfacher, beim anderen braucht man halt einfach dann mehr Kreisen. Kompakter, ja, ein bisschen kompakter ist er vielleicht auch. Also wenn es in Richtung große Arbeitsbreiten geht, aber ansonsten fällt mir jetzt hier relativ wenig dazu ein. Und im LS ist halt einfach so komplett Geschmackssache. Mit was bin ich lieber unterwegs? Wie möchte ich eher arbeiten? So, wir können jetzt hier auch einmal hergehen und können dann keinen doppelten, sondern einfach einen einfachen Schwad machen. Das geht natürlich auch. Wobei wir dann natürlich dann mit der Presse öfters fahren müssen. Aus dem Grund, ich mache jetzt hier den einen einfachen und dann mache ich wieder einen doppelten und dann nochmal einen doppelten und dann hoffe ich, dass wir dann auch schon durch sind. Gut, hier hinten wird es ein bisschen breiter, dann müssen wir wahrscheinlich noch mal zweites Mal hinlangen. Und dann können wir auch direkt das Heu hier einmal pressen, aufladen, die ganzen Maschinen heimfahren und dann sind wir auch schon durch. Macht schon ganz schön Fläche hier. Also, ist ordentlich breites Teil. Neben dem, dass ich tatsächlich noch nie mit einem Bandschwader gearbeitet habe, ich habe tatsächlich in Realität auch noch nie bewusst einen gesehen. Weil Deutschland ist eigentlich so der Kreisschwader, das Ding, was verbreitet ist. So, einmal hier auf der anderen Seite zurück. Läuft der Hase hier. Bin schon sehr gespannt, wie viel von dem Heu, das ich tatsächlich für mich behalten darf. Wie viel, das ich abgeben muss. Aber ich mache es ja in erster Linie. Also meistens mache ich tatsächlich Missionen, dass ich so ein bisschen was übrig habe für mich. Ja. Aber in dem Fall mache ich es ja in erster Linie, dass ich Geld verdiene, um so ein bisschen aus den Schulden rauszukommen, weil alles andere, was wir auf dem eigenen Hof tatsächlich bisher geerntet haben, war soweit alles selber benutzt und gebraucht.
es gibt ja schon auch einiges so, was ursprünglich auf dem Hof da war. An Heuballen, an Strohballen. Ich habe kurzzeitig gerade überlegt, ob man die auch verkaufen könnte, aber im Endeffekt, das kann ich vergessen. Also, so viel kriegst du dafür jetzt auch nicht. Da ist lukrativer, wenn dann jetzt bald, oh, wir haben ja schon Juni, stimmt. Wir können ja bald unseren eigenen Weizen dreschen und alles. Ah ja, herrlich. Wenn wir davon dann das Stroh verkaufen. Und auch das Getreide, was wir nicht brauchen, verkaufen. Da machen wir dann auf alle Fälle ein bisschen Gewinn mit. Reicht doch nicht ganz hier, ein schmaler Streif bleibt übrig, aber egal, es gibt dann halt nochmal einen einfachen Spat. So im Nachhinein, ja, wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, direkt doppelte Spat. Dann wäre es perfekt aufgegangen, so muss ich jetzt einmal mit der Presse tatsächlich einmal mehr fahren. Ja, aber okay. Konnte ich im Voraus ja auch nicht wissen. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat, dass ich da jetzt einen einfachen Spat machen musste, aber okay. So what? Ah, hier hinten wird es sogar eng. Ja, doch, das reicht gerade so auf einen Schwart. Okay, das lassen wir aber trotzdem so. Da fahre ich dann einfach schnell mit der Presse nochmal extra hin. Und die werden jetzt auch gleich anhängen und das Ganze hier pressen. Ist eine relativ kleine Wiese. Wir haben einen großen Ballenwagen da. Also das passt alles einmal auf den Ballenwagen drauf. Ist genau eine Fuhre. Ganz cool wäre halt, wir haben ja die Missionen hier, das wäre so ein Improvement von Giants, wenn hier irgendwo dabei stehen würde, wie viel das man tatsächlich abliefern muss in Liter und wie viel das man schon abgeliefert hat. Gerade in dem Moment, wo man dann halt das Sach auch selber nutzen möchte. Ich denke, wir hängen hier mal ab. Weil wenn ich weiß, okay, jetzt hier, ich mache die Mission und klar, es bleibt was übrig, aber es ist mir wurscht, ich brauche es nicht, ich verkaufe es einfach, dann ist es egal. Aber wenn man sagt, okay, ich möchte das für mich selber haben, dann Ballen abladen, wenn ich da ein bisschen zu schnell ablade, die Ballen, die unten sind, die sind direkt weg. Kriege ich nicht wieder. So. Da ist er ausklappen. Pick up runter und an. Und dann geht's los. Ja. Wenn die Angabe da dran wäre, dann könnte ich ja sagen, hier, schau mal her. Ich habe jetzt, was weiß ich, 80.000 Liter Heu auf meinem Wagen drauf. 60.000 muss ich abliefern. Ich fahre kurz nach Hause, lade 20.000 Ballen Heu ab. Und dann fahre ich erst zum Verkauf. Dann wäre ich da auf der sicheren Seite. Was machen wir denn eigentlich für Ballen? 220er. 240. Daher kann ich die nicht kombiniert aufladen, weil ich habe jetzt die ersten schon fertig. Die mittleren, das ist auch in Ordnung. Sind ja trotzdem riesengroße, fette Quaderballen.
einer Runde gefallen. Interessant. Ich wollte gerade vorher auch schon sagen, hier, die ganze Mission ist schon so irgendwie so ein Feldvorführungstag von Kuhn. Aber die Presse ist ja gar nicht von Kuhn, ist ja von Case. Aber oft gibt es ja die Feldvorführungstage auch nicht irgendwie markenspezifisch, sondern zum Beispiel von einem Maschinenhändler, Maschinenverkäufer, der da mit verschiedenen Firmen kooperiert. Und von all denjenigen, mit denen er kooperiert hat, dann da Maschinen und Geräte auf dem Feld, die man da so testen kann. Das hat schon auch so eine nice Idee, die es schon sehr, sehr lange gibt. Kostenlos Maschinen testen. Das ist wahrscheinlich auch für die meisten Landwirte dann schlussendlich der Anreiz, hier ein Fahrzeug zu kaufen, weil man kann es tatsächlich auch schon selber fahren. Klar, man kann auch natürlich hingehen zum Händler und sagen, hier, ich sehe mich da und dafür, kann ich meine Maschine ausleihen, aber dafür muss man dann tatsächlich zahlen. Das ist erst dann kostenlos, wenn man sich auch für einen Kauf entscheidet. Dann wird es irgendwie mit dem Kaufpreis verrechnet, aber davor halt nicht. Dann hält sich erstmal so die langen Schwaden und mache ich das Vorgewände voll. In der Hoffnung, dass wir dann keine Ballen am Vorgewände liegen haben. Und man sieht schon so, die doppelten Schwaden, die sind zwar cool, weil ich muss weniger fahren beim Pressen, aber ich habe immer wieder, dass mal rechts, links ein bisschen was liegen bleibt, weil der Schwad einfach so breit ist. Deutlich breiter wie die Pickup. Und da fällt mir gerade ein, so, wenn wir silliert haben, Ballensilage oder dann halt ein Silage-Ladewagen kam vom Unternehmer. Was war denn das? Der Schwader 350, 340 und dann halt immer an manchen Stellen zwei Schwad, also zwei Breiten, im Endeffekt dann halt 7 Meter auf ein Schwad. Das war schon ordentlich so für den Ladewagen, den wir selber hatten. Aber wenn dann der Lohnunternehmer kam, für den waren es halt echt mickrige Schwad, weil der einen riesen Ladewagen und eine riesen Presse hatte. Da kam der Schwader echt an sein Limit. Und teilweise ist es natürlich auch abhängig davon, wie viel das jetzt dasteht an Grasmasse. Aber meistens waren es dann tatsächlich 3 Arbeitsbreiten auf einen Schwad, also 10 Meter. Ein Schwad. Und was auch sehr, sehr wichtig ist beim Schwaden, das hätte ich vorher ansprechen können sogar. Gut, wenn wir jetzt hier Heu machen und es war gewendet, ist es egal. Aber wenn wir Silage machen und das Gras war davor so vom Mähwerk ganz normal abgelegt, jetzt nicht irgendwie Breitablage, einfach nur abgelegt. Das Gras wird ja gemäht und die Graspflanzen, die liegen dann alles so schön in eine Richtung. Und wenn ich da mit dem Ladewagen beim Aufladen entgegengesetzt fahre, dann ist es perfekt. Aber wenn ich in die gleiche Richtung fahre, wie gemäht wurde, dann bleibt relativ viel liegen tatsächlich. Und wenn ich jetzt hier den Schwad habe, stellt euch vor, das wäre, da würde genau drunter ein normal gemähter Schwad liegen. Da weiß ich jetzt nicht, in welche Richtung ist der gemäht worden. Da fahre ich dann halt in eine Richtung beim Pressenladen. Wenn es jetzt die falsche Richtung ist,
nämlich genauso wie gemäht wurde, dann kann es sein, es bleibt einiges liegen und dann scheiße. Ne? Deshalb ist beim Schwarten ganz wichtig, dass der Schwart nicht da liegt, wo schon mal gemäht wurde, sondern dass man alles einmal mindestens mit dem Schwarter auch umdreht. Von dem her, wenn ich da 3 auf 1 mache und ich sage, ich habe dann 10 Meter zusammen gemacht, eigentlich wären es ja 10,50 Meter. Aber den 1,5 Meter brauche ich, um den Schwart nochmal umzudrehen. Damit ist es dann auch sauber aufbereitet, dass auch möglichst viel mitgenommen wird. So, jetzt sind wir hier bei 57, da bin ich schon gefahren. Ja, jetzt liegt hier zwar so verstreut, vereinzelt auch hier und da ein bisschen was rum. Das ist schwierig. Also wenn der Ballen voll ist, dann gibt es nicht nochmal einen Ballen. Das heißt, ich werde jetzt so viel zusammenstupfen, bis der Ballen hier fertig ist und dann lassen wir das einfach. Weil es ist Zeitverschwendung, es gibt keinen ganzen Ballen mehr. Achso, jetzt ist er auch schon voll. Den kann man nämlich abschalten. Einmal ausschieben hier. Mit 3 Stück kommen da raus. Wieder zusammenklappen. War neulich einer in die Kommentare geschrieben habe von einem Stream auf der irgendwo in Thüringen mit Z. Kann man die Ballen ausschieben, ja, habe ich jetzt gerade auch gemacht, funktioniert soweit, aber das bisschen, was hier an angefangenen Ballen ist, das geht nicht. Das muss drin bleiben. Gut, dann hängen wir hier mal die Presse ab und dann kann ich quasi gleich hier drüben den Autostack anhängen. Die Ballen laden, aber das machen wir gemeinsam in der nächsten Folge. Für diese Folge würde ich sagen, war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao.